Das ist jetzt interessant. Wieso ist das Artef... Ah! It never started. It was always there. A menace from below, as old as our desert. Here, thirst and hunger drive all creatures. But them, they crave blood and flesh. We learned to coexist. Fighting. We fought for millennia. They would never stop. They needed us to feed. And the more they fed, the more their number would grow, endangering the very existence of our kind. So viel mal zur Vorgeschichte. So, ich würde mal sagen, da geht's weiter. So, jetzt werden wir schauen, wer schneller ist. Der Wurm oder ich? Lauf! Lauf! Lauf um dein Leben, du blauäugiger Mistkerl. Na, er ist nicht viel schneller wie wir. Na, schießt er im Wasser nicht?
Ah. Bisschen was halten wir schon aus. So was Unnötiges, nicht mal einen ordentlichen Loot gibt's hier. Aber Hauptsache er killt mich beinahe. Gut, das war jetzt Tag 6, das bedeutet alle 3 Tage. Dann irgendwann werden dann 2 kommen. Kohle, Fleisch haben wir. Hier rohes Fleisch. So, ich brauche jetzt mal die Utensilien für Stoff. Ne, die sind noch im Wachsen. Der Hund steht, also, tja, das ist ja auch noch nicht nachgewachsen. Das heißt aber, wir müssen mal die Nacht durchschlafen. Achso, war ja kein Hammer. Doch kein da. Die Hacke ist da. Ah, da ist er. Ah ja. Wusste ich's ja.
Fackel, Dauwerk, Baumstamm. Okay. Baumstamm. Wir haben keine Baumstämme hier. Gut, das bedeutet so viel Material wie möglich mitzunehmen. Eine komplette Garnitur lassen wir da. Und da vielleicht irgendwie einen Platz, ne? Um die verarbeiten. Acht Stück, okay. Was haben wir jetzt mit? Also mit dem zweiten Tonhaufen auch. Bin mir nicht ganz sicher. Na gut. Ich werde die Wedel auslassen. Haben wir dann schon mal einen größten Teil des Tons mit, aber ich muss dann den, ich weiß nicht, den nächsten Tag wegen Stoff will ich zurück. Wäre schon fast klüger, in der Mitte der Strecke ein Haus zu bauen. Da brauche ich definitiv mehr Wassersäcke.
Hallöchen, lieber Zuschauer im Chat. Ich bekomm's jetzt erst mit. In die falsche Richtung. Ich laufe in die falsche Richtung. Ja, ich will nicht erfrieren. Ich glaube, es ist besser, wenn wir da frühmorgens wegstarten. Quasi gut ausgeruht, mit vollem Magen. Ja, da müssen wir hier wirklich erst in ein, zwei Tagen wiederkommen.
Achso, aber kein Baumstamm. Stimmt. Das muss ich mir noch merken. Sparen ein bisschen. So, die Richtung, aber etwas weiter rechts war es. Ja, mit dem Kamel geht es wesentlich schneller. Kurz ausrasten. So, da vorne ist der zweite Checkpoint. Und dann ziehen wir mal zurück. Käfer. Verdammt, wie bekomme ich die? Ne, beim nächsten Mal. Ja, ich könnte mal was zum Trinken vertragen.
Tja, wenn ich dann zurück bin, werde ich den Stream für heute beenden. Und ich schätze mal, ab Montag, Dienstag, ja, am Dienstag kommt dann, kommt dann der nächste Stream. Ich mache jetzt aus dem 2 Folgen für YouTube. Und ja, am Dienstag mache ich dann eine neue Aufnahme. Sicher spielend aus. Kein Problem, von A nach B zu gehen. Guten Abend. Hallo Schelle. Grüß dich. Ich habe es vorhin leider zu spät gesehen, dass im Chat jemand schreibt. Aber freut mich. Danke, danke. Jawohl, die sind auch ausgewachsen. Sehr gut. Und hier wächst unsere neue junge Palme. Die hat noch Wasser, okay. Das passt schon. Ja. Ich schmeiß mein Dünger auch mal da rein. Zerfackeln sind ja auch so sinnvoll. Na gut, ihr lieben treuen Zuschauer, ich wünsche euch heute noch eine gute Nacht. Schlaft's gut, rastet euch aus und habt einen schönen Start in die neue Woche. Wir sehen uns dann beim nächsten Stream oder Video. Alles Liebe, euer Alton. Baba.